Ich war mir sicher, wir wären erledigt. Ein paar waren das. Ich war mir sicher, wir wären erledigt. Jo. Dem Erbauer sei Dank. Danke. Vielen Dank. Ah nee, auf dieser Seite ist keiner gestorben. Zumindest sehe ich in irgendeiner Leiche. Das heißt, es ist nur einer gestorben. Damit müssen wir wohl leben. Weil der einfach nicht zu retten war, wo der stand. Ich würde sagen, wir haben das bestmögliche Ergebnis erlangt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gerade Gefäß des Geistes deaktiviert. Übrigens, rein die Aura heilt auch Verletzungen, wenn ich richtig sehe. Wenn extrem nahe Verbündete von ihren Verletzungen kuriert. Das bedeutet, wir werden nie wieder Verletzungsausrüstung brauchen, wenn wir Wind dabei haben. Und das ist praktisch. So, was hast du dabei genau gehabt? So zweimal starker Wirtumschlag. Ich würde sagen, Trepp hat sich gelohnt. Hier sind noch Elfenwurzeln. Weg zurück. Es gibt keinen Weg zurück. Speichern. Ja, wir waren so erfolgreich, wie man sein konnte in der Situation. Vielleicht mit zwei Heilern wäre es einfacher gewesen. Und keinem Schurken. Das Schlachtfeld. Wofür brauchen wir das noch gleich? Wir hätten Alistair dabei haben sollen. Der ist nämlich ein sehr guter Tank. Tagebuch an Soldaten. Dies ist das Tagebuch an Soldaten. Die letzten Einträge künden von den verzweifelten Suchen der Armee der dunklen Brut zu entkommen. Jede diesbezügliche Anstellung schlug jedoch fehl. Seinen letzten Worten war Knurren überall, keine Zeit. Die Osthill Companies sind alle kaputt gemacht worden. Mit ein paar alte Säcke. Lederrüstung. Oh, das sind viele. Oh, das sind viele Blendenhunde. Win, wir werden definitiv ein Siegel Schutzes brauchen, hier wo wir gerade stehen. Wie wär's mit ein bisschen Schmiere nach... Oh, ich weiß nicht. Hier so hin. Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall Blut. So, da haben wir ein bisschen Deckung in die Richtung, können uns um diese ganze Küche kümmern. Es ist nicht in Flammen aufgegangen. Stand wahrscheinlich niemand drin, der gebrannt hat. Rückstoßsiegel. Kann es mir nicht zu bringen. Lähmung wollen wir es da nicht draufhauen, weil das ungesund für uns wäre. Damit würden wir unsere ganze eigene Gruppe lähmen. Heil mal Stan. Heil Stan Härter. Gib mir mal ganz kurz eine Heil nach Verteidigung. Okay, Stan wurde gerade gefressen. Hoppla. Rein der Aura. Gefäß des Geistes geht gerade nicht. Helden auf der Aura. Distanzgeschosse haben wir keine Probleme mit Angriff. Angriff könnte nicht schaden. Wenn wir das machen, dann sind wir alle gefickt, also machen wir es lieber nicht. Zünden wir lieber einfach alle an. Hundi. Betäubt die alle mal. So, einmal Wirbelsturm. Aufrechterhaltung 60, Erschöpfung, Regenerationszeit. Hier benutzt ihr Licht. Ja, sofort. Einfach nur, weil wir es können. Hundi heilen. Nein! Keine Gnade.
Du hast meinen Hund gebissen! So, ihr seid verletzt, richtig? Richtig. Ja, sofort. Verletzung kuriert, kuriert, kuriert. Sehr viele Blindenunfälle sind jetzt plötzlich überall. In Ordnung. Ich bin erfreut. So. Ich bin erfreut. Und so. Oh, ein bisschen Geld. Und hier ist noch haufenweise Zeug. Erstmal speichern. Weil ich in letzter Zeit irgendwie viel zu selten speichere. Ich fühle mich zu sicher. Reizkolben. Aus Viridium. Wie ihr wünscht. Todeswurzel, der blutige Leichnam. Nein, komm her. Gib deine Elfenwurzel her. Okay, das ist ein sehr, sehr großer, sehr wütender Bär. Win, kannst du ihn lähmen? Nein. Nun, das ist ein Problem. Dann setzen wir hier ein Siegel. Warten wir, bis der Kampf losgegangen ist, und dann setzen wir Siegelschutz dahin, wo der Angriff stattfindet. Um unsere Leute ein bisschen zu schützen. So, Hondi, versuch mal den hier so zu zerlegen. Ach, wir haben nichts vergessen, dich hier aufzuwerten. Ja, da kommt das Blut richtig in Ballung. So, der hat sich erledigt. Wir haben übrigens vergessen, Stan sein Schwert zu geben, fällt mir auf. Also wir haben es ihm theoretisch schon gegeben, aber seine eigene Waffe noch. Stans Schwert. Es ist besser sogar als die Flachklinge der Chastened. Wieso hat er überhaupt noch die Flachklinge der Chastened? Okay, Yusaris ist natürlich deutlich besser als sein Schwert, aber es ist sein Schwert, also kriegt er es. Ach so. Ob ich das Schwert als gut gepflegt bezeichnet würde, weiß ich jetzt nicht, aber von mir aus. Und Wynn macht das Irrlicht aus. Gut, der Bär wirft nichts ab. Hier haben wir alles. Gehen wir jetzt nach Denerim? Ist die Frage. Gehen wir erstmal zurück ins Lager der Gruppe. Ich schulde euch wohl eine Erklärung dafür, was da passiert ist. Ja, ja, das tust du wohl. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ihr solltet wissen, dass mir etwas im Turm widerfahren ist, bevor ihr kamt. Ihr habt doch mit Petra gesprochen. Sie hat euch erzählt, ich hätte sie vor einem Dämon gerettet. Das stimmt, aber ich habe diesen Kampf nicht überlebt. Aha, handelt es sich um den altbekannten Todesfall mit Verzögerung. Lasst es mich genau erklären. Ich bin gegen einen sehr mächtigen Dämon angetreten, um Petra zu retten. Er hat mir sämtliche Energie und jeglichen Willen entzogen und mich so leergesaugt liegen lassen. Ihn zu besiegen kostete mich alle Reserven. Und danach hatte ich nicht einmal mehr die Kraft, mein Herz am Schlagen zu halten. Ich weiß noch, wie ich mein Leben langsam aushauchte. Alles entfernte sich. Geräusche, Licht. Bis ich von undurchdringlicher Dunkelheit umschlossen war. Und dann spürte ich eine Präsenz, die mich hielt und umfing. Und ruhig auf mich einflüsterte. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich wurde gehalten, fest und doch sanft. Wie eine Mutter, die verhindern möchte, dass ihr Kind ihr entgleitet. Dann fühlte ich wieder Leben und Wärme durch meine Adern fließen. Ich hörte Geräusche und spürte meine Hüfte auf dem kalten Steinboden im Turm. Dann war er also gar nicht wirklich tot.
Im Nichts gibt es wohlmeinende und bösartige Geister. Die wohlmeinenden Geister zeigen sich selten, weil sie nichts von den Sterblichen wollen, anders als die Dämonen. Einer dieser Geister hat mich gerettet. Ohne ihn wäre ich gestorben. Und er hat mich nicht verlassen. Er ist bei mir. Auch jetzt. Wir sind verbunden. Eigentlich müsste ich tot sein. Es ist der Geist, der mich in dieser Welt hält. Und das ist gegen die Natur. Wirklich? Der Geist hat das vielleicht selbst nicht erwartet, aber er wird langsam schwächer. Meine Zeit hier ist nur geborgt. Wie lange wird der Geist noch aushalten? Das weiß ich nicht. Ich spüre es, wenn er schwächer wird. Ich müsste es also rechtzeitig erfahren, aber reden wir von etwas anderem. Noch bleibt mir Zeit. Okay, speichern. Jo. Was habt ihr auf dem Herzen? Warum hat dieser Geist beschlossen, euch zu helfen? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Geister des Nichts. Als Kind hatte ich nie Angst vor meinen Träumen, denn ich wusste, dass sie da waren. Was ist mit den Dämonen? Die Dämonen konnte ich auch spüren und ihre Anwesenheit verängstigte mich. Aber die freundlichen Geister des Nichts haben mir diese Angst genommen. Ich habe die Geister immer schon gespürt, auch wenn ich sie nicht sehen konnte. Und durch die Ausbildung im Zirkel wurde ich dafür noch empfänglicher. Ich bemerkte, dass ich im Nichts, egal ob in einem Traum oder bei Magieübungen, stets beobachtet wurde. Beobachten Geister öfter Leute auf diese Art? Davon gehe ich aus. Diese freundlichen Geister erschaffen im Nichts unsere Traumwelten. Manchmal sah ich ihn, eine leuchtende, nebulöse Form. Aber meist spürte ich nur seine Anwesenheit. Sanft und behütend, aber auch fremdartig. Ich glaube, es ist ein Geist des Glaubens. Sie wurden noch nie gesehen und ich mag mich täuschen. Aber etwas sagt mir, dass ich recht habe. Vielleicht der Geist. Es scheint mir immer dasselbe Wesen zu sein. Der Geist hatte Interesse an mir und hat mich beschützt, in Ermangelung eines besseren Wortes. Ja, das macht euch wohl wirklich was zu Besonderem, zu etwas Besonderem. Manchmal schien er mich im Nichts zu umfangen, wie ein Schild, damit ich in Sicherheit war. Und er gab mir Stärke bei meinen schrecklichsten Schlachten, wie etwa bei Ostagar. Er ist also euer persönlicher Beschützer? Ich weiß nicht, warum er mich auswählte. Vielleicht wusste er, dass auf mich noch etwas Wichtiges wartete. Ich sage mir, dass ich eine seltene Gelegenheit bekommen habe und ich werde das Beste aus der Zeit machen, die mir so großmütig gewährt wurde. Und dann eben entsprechend die dunkle Brut bekämpfen. Okay, danke, das ist schöner. Danke, dass ihr es für wert befindet, mit mir zu reisen. Ich werde nicht reglos im Bett liegen, die Decke bis zum Kinn hochgezogen und darauf warten, dass der Tod mich holt. So will ich nicht sterben. Darum werde ich an der Seite des Grauen Wächters kämpfen und ihn auf die Aufgabe vorbereiten, die vor ihm liegt. Ihr solltet mir also gut zuhören, denn ich verspreche euch, wenn ich vorzeitig fallen sollte und ihr nicht alles richtig macht, werde ich auferstehen und euch tüchtig schelten. Auf das Versprechen komme ich dann zurück. Ihr würdet es wohl auch alleine schaffen, ganz ohne meine Hilfe. Wunderherrlich, speichern. Jo. Was habt ihr auf dem Herzen? Können wir etwas tun, um euch zu heilen? Mich heilen? Was? Bin ich etwa krank? Ihr seid ein bisschen tot. Selbst ihr müsstet wissen, dass man Tote nicht heilen kann. Und ich bin nicht die Einzige, die stirbt. Ihr sterbt auch. Ich bin nur schon näher dran. Ach, wisst ihr, eure Besorgnis wärmt mir das Herz. Aber der Tod besucht jeden von uns. Und davor muss man keine Angst haben. Ah, man lebt trotzdem ganz gern. Der Tod ist so final. Die Menschen fürchten nicht den Tod, sondern den Verlust des Lebens. Viele vergeuden ihr Leben mit gänzlich unbedeutenden Dingen. Am Ende sagen sie dann, sie hätten nicht genug Zeit mit ihren Lieben verbracht. Ihre Träume seien unerfüllt geblieben.
mögliche Abenteuer nur Gerede geblieben. Aber wieso den Tod fürchten, wenn das Leben in der Rückschau erfüllt gewesen ist? Wenn man sagen kann, ja, ich bin zufrieden. Es ist genug. Sei Sie denn zufrieden? Ich habe ein gutes Leben geführt. Ein erfülltes Leben. Und daher habe ich keine Angst vor dem Tod, was immer er auch bringen mag. Es heißt, nach dem Tod reist der Geist durch das Nichts und kehrt zum Erbauer zurück. Und dann, naja, das werden wir schon sehen. Mal schauen. Bevor ich hier klicke, speichern. Gefährten labern. Was habt ihr auf dem Herzen? Bereut ihr irgendwas? Ich beschäftige mich bewusst nicht mit den zahlreichen Fehlern meiner Vergangenheit, denn sonst würde ich wahnsinnig. Aber eines bereue ich wirklich. Den größten Fehltritt meines Lebens, der umso schlimmer war, weil er furchtbare Konsequenzen für jemand anderen nach sich zog. Erzählt mir davon, vielleicht fühlt ihr euch dann besser. Vor Jahren wurde ich als Mentorin einem Jungen namens Aneurin zugewiesen. Er war mein erster Schüler. Aneurin war ein Elf, der in einem Gesindeviertel aufgewachsen war. Er misstraute allen Menschen, vor allem in höheren Positionen. Ich kann mir vorstellen, dass das zu Problemen führen kann. Aber Magier behandeln Elfen und Menschen noch gleich. Das können wir auch mal kurz mal erforschen. Alles, was er von den Menschen wusste, hatte er aus dem Gesindeviertel. Er war uns gegenüber sehr vorsichtig. Aneurin brauchte nur Zeit, um sich an sein neues Heim zu gewöhnen und seine Unnahbarkeit aufzugeben. Dann hätten wir ein gutes Verhältnis aufbauen können. Ich habe ihm diese Zeit nicht gegeben. Ich war jung und arrogant. Er ist ein Magier, dachte ich. Er soll erwachsen werden und sich auch so benehmen. Ich habe zu früh zu viel von ihm erwartet, habe seine Herkunft und seine Gefühle nicht berücksichtigt. Er zog sich immer weiter von mir zurück. Ich dachte lediglich, dass er stur war, seine Begabung und sein Potenzial verschwendete und alles nur, um es mir schwer zu machen. Und was dachte er von euch? Oh, das will ich gar nicht wissen. Ich war eine strenge Lehrmeisterin. Vielleicht hat er mich sogar für einen Dämon gehalten. Man pflanzt keine Samen in gefrorener Wintererde und einem verschlossenen und abweisenden Schüler kann man nichts beibringen. Ich hätte Geduld haben müssen, aber als mir das klar wurde, war es bereits zu spät. Was ist aus Aneurin geworden? Eines Nachts lief Aneurin weg. Ich hatte ihn wegen irgendeiner Nichtigkeit gescholten, an die ich mich nicht einmal mehr erinnere. Ich habe ihn fortgetrieben, ohne jeden Grund. Er war noch ein Kind, zählte 14 Jahre, als er floh. Sie hatten sein Phylakterion und jagten ihn. Sein Phylakterion? Das Phylakterion ist ein Fläschchen mit dem Blut eines Magiers. Das Blut hat eine Verbindung zum Leben und man kann damit den Magier aufspüren. Sie sagten, er wäre ein Malefiker. Ein Magier, der Blutmagie einsetzt und er hätte den Tod verdient. Dabei war er nur ein Kind, unverstanden und einsam. Ich fragte die Templer, ob er gelitten hätte oder ob sie ihm einen raschen Tod gewährt hätten. Sie gaben mir keine Antwort. Ich war seine Mentorin, aber sie sagten mir nicht einmal, was sie mit ihm gemacht hatten. Nicht eure Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich hatte gute Mentoren, freundlich und mitfühlend. Warum habe ich nichts von ihnen gelernt? Ich habe bei Aneurin versagt. Dabei hätte ich ihm nur zuhören müssen. Aber wenn er mit mir reden wollte, habe ich gesagt, er solle sich auf seine Zauber konzentrieren. Er sprach hin und wieder über das Gesindeviertel und über die Dalish. Er sagte, er wolle nach den Dalish-Elfen suchen. Vielleicht hat die Dalish ja gefunden. Templer sind gut ausgebildet und gründlich. Dass er noch lebt, ist eine vergebliche Hoffnung. Die Schüler nach Aneurin haben sehr viel von den Lektionen profitiert, die ich aus der Sache gelernt habe. So gesehen war er mein Lehrer und ich seine Schülerin. Das Ganze hatte also auch eine positive Seite, wie so ziemlich alles. Und das war sie, die Geschichte meines größten Fehlers. Erhebliche Willenskraft, erfreulich. Neue Quest Winds Bedauern. Was habt ihr auf dem Herzen?
Circa? Ich werde antworten. Im Moment nichts. Gut. Gut, gut. Wie geht's Shell jetzt eigentlich? Ich habe da eine Frage, die ich es zu beantworten bitte. Es hat sich entschieden, sich auf Carradines Seite zu schlagen und den Amboss der Leere zu zerstören. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Allerdings war doch eigentlich der Paragon Branka der Grund, warum es sich in die tiefen Wege gewagt hat. Warum hat es entschieden, sich gegen sie zu stellen? Es konnte nicht sicher sein, dass Carradine ihm mit den Zwergen weiterhelfen würde. Na komm, ihr habt an Carradine geglaubt und ich wollte euch auf keinen Fall enttäuschen. Das freut mich. Ich wusste nicht, dass es deshalb so gehandelt hat. Auf jeden Fall wollte ich mich bedanken. Es hat Carradine das Ende gestattet, das er sich gewünscht hatte. Und ich freue mich, dass ich daran teilhaben durfte. Ich muss über Carradines Worte an mich nachdenken. Da ist viel zu verarbeiten. Aber lasst uns nun weitergehen. So, schön glücklich. Mir ist aufgefallen, dass ich... Entschuldigt, das fällt mir nicht leicht. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht besonders freundlich war, seit es mich wieder erweckt hat. Ich nehme an, ihr habt eure Gründe dafür. Mir ist bewusst geworden, dass es gut zu mir war. Dass ihr gut zu mir wart. Obwohl ihr keinen Kontrollstab hattet, um meinen Gehorsam einzufordern. Ich hatte noch nie... Deshalb weiß ich nicht, wie ich euch danken soll. Dafür, dass ihr das seid, was ihr seid. Ihr wisst schon. Ein Freund? Genau das. Ich bin euch gefolgt, um Antworten auf meine Fragen zu finden. Aber ich glaube, ich habe etwas Besseres gefunden. Es ist mir eine Ehre. Lasst uns nun nie wieder über diesen unangenehmen Moment der Verbundenheit sprechen. Zurück auf die Straße. Alles klar. Shell? Ich höre zu. Einige Fragen? Hat es denn nichts Besseres? Nein. Speichern. Wie sieht eigentlich unser Zustand gerade mit Liliana? Ihr könnt doch bestimmt einen Haufen Geschenke an den Kopf werfen, die wir gefunden haben. Schuhe. Blaue Satanschuhe. Taubenblaue Satanschuhe mit langen Bändern, die die Knöchel umfassen. Goldene Spitzenverzierungen. Und wie welpengeformte Goldomelette verleihen ihnen den letzten Schliff. Hier bitte. Oh, wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Silbernes Schwert der Gnade. Ein versiehtes Silberomelett in Form eines Schwertes. Es ist ein kirchliches Symbol, also gehe ich davon aus, dass Liliana es mögen wird. Aber man weiß ja nie so genau. Nicht, dass sie jetzt plötzlich anfangen, Dinge zu verschwenden. Oh, wie lieb. Habe ich mir gedacht. Ich danke euch sehr. So, Silberarmbände müssen wir nicht loswerden. Die einzige Person, mit der wir es noch nicht wirklich gut gestellt haben, das wäre Severan. Und das ist schwieriger, denke ich mal, weil wir nicht so viele Geschenke für ihn haben. Eliana. Kann ich euch irgendwie helfen? Was reden? Ja? Was? Schon gut. Severan. Hier bin ich. Über Fragen beantworten. Oh, das wird sicher unterhaltsam. Nur zu. Okay, da ist nichts. Hey, Gesandter. Orsama hat nur die Besten geschickt, Wächter. Es ist lange her, seit die Armee der Zwerge das letzte Mal auf der Oberfläche marschiert ist. Seid ihr sicher, dass ihr nicht vergessen habt, wie es geht? Wenn die Erde nicht vergessen hat, wie es ist, erschüttert zu werden, sind wir bereit. Alles klar. Wir erwarten eure Befehle, Wächter.
Die besten Krieger Orsamas sind begierig darauf, Geschichte in den Stein zu schreiben. Benötige ich etwas? Bei Armeen, die in Eile ausgerüstet wurden, gibt es immer noch Raum für Verbesserungen. Am nützlichsten wären Edelsteine, vor allem mittlere wie Saphire und dergleichen. Da wir mit vielen kleineren Gießereien arbeiten, könnten größere Werte sie überfordern. Ah, ich habe keine Ahnung, wofür ihr Edelsteine brauchen solltet, aber von mir aus. Wie ist Stans Lage gerade? Was ist euer Begehr, Kadan? Eine Frage? Das überrascht mich nicht. Vergesst es. Also gut. Wir gehen weiter. Mit Stan sind wir, glaube ich, durch. Alistair, wie ist die Lage bei dir? Beschäftigt euch etwas? Gerade gar nichts. Geht wahrscheinlich jetzt nach seiner Quest weiter. Hat Morgan gerade was Neues zu erzählen? Schon gut. Weil vielleicht können wir noch was fragen. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Wollt ihr wirklich, dass eure Mutter stirbt? Mir ist klar, warum ihr das fragt. Obgleich ihr wisst, welches Schicksal sie für mich vorgesehen hat. Die Wahrheit ist nein. Unter normalen Umständen würde ich mich niemals gegen meine Mutter wenden. Denn obgleich Mutterliebe nicht ihre Stärke ist, will ich ihr doch nichts Böses. Aber Flemeth selbst hat mich vor einiger Zeit gelehrt, den Feind schnell und ohne Gnade zu erledigen, sobald man ihn erkannt hat. Wären unsere Rollen vertauscht, würde sie zweifelsohne genau dasselbe tun. Und wenn es ein Missverständnis ist? Ich kenne meine Mutter gut. Sobald ich das Buch gelesen hatte, wusste ich, dass sie das von Anfang an für mich so vorgesehen hatte. Auf alte Fragen hatte ich plötzlich eine Antwort. Ihr könnt daran zweifeln, wenn ihr wollt. Ich zweifle nicht. Kann ich euch nicht helfen? Könnt ihr das verhindern lassen? Na komm, wenn ihr sagt. Tu ich. Bleibt nur noch die Frage, ob ihr euer Versprechen tatsächlich einhalten werdet. Ich habe Angst davor, aber ja. Ich werde mich darum kümmern, wie zugesagt. Dann bin ich erleichtert. Tut es bitte so bald wie möglich. Das Warten treibt mich fast in den Wahnsinn. Ja, ich glaub dir. Aber erst einmal